Ja, hallo und herzlich willkommen. In dem heutigen Beitrag geht es um ein Thema, welches zugegebenermaßen nicht besonders vielversprechend, nicht besonders spannend klingt, sondern eher ein bisschen trocken, ein bisschen theoretisch, ein bisschen leblos vielleicht sogar. Es geht um eine DIN-Norm. Doch bevor Sie jetzt gleich abschalten, bleiben Sie bitte dran, weil wir versuchen, dieses Thema hier so praxisnah und so verständlich wie möglich hier darzustellen und es nicht langweilig werden zu lassen. Worum geht es? Es geht um die Zertifizierung von Sicherheitsunternehmen nach der DIN 77200. Und wenn man den Versprechungen der Zertifizierungsgesellschaften glauben mag, dann ist diese Zertifizierung ein objektiver Beleg dafür, dass ein Sicherheitsunternehmen bestimmte Qualitätsstandards, bestimmte Qualitätskriterien einhält. Ja, und wenn wir über Begriffe wie Qualität oder Zertifizierung hören, dann müssen wir, glaube ich, automatisch an Qualitätsmanagementsysteme denken, mit denen wir, glaube ich, im Beruf zwangsläufig alle mehr oder weniger zu tun haben. Ja, und weil das Thema Qualitätsmanagement und auch DIN-Norm ein sehr komplexes Thema ist, habe ich mir für dieses Gespräch hier einen Experten hinzugeholt, Verstärkung hinzugeholt, um darüber zu diskutieren, über die DIN 77200, darüber, ob diese DIN-Norm Fluch oder Segen für Sicherheitsgewerbe ist. Und der Experte, den ich mir hinzugeholt habe, ist Edmund Hinz, ein QM-Experte, ein QM-Auditor, jemand, der sich bestens mit der DIN 77200 auskennt und der zudem, das war mir besonders wichtig bei der Auswahl des Gesprächspartners, ein Praktiker ist. Das heißt, jemand, der die Branche kennt, jemand, der jahrelange Führungserfahrung auch im Sicherheitsdienstleistungssektor hat, ein alter Weggefährte von mir ist und sicherlich kein Theoretiker. Also freuen Sie sich auf ein interessantes Gespräch. Es lohnt sich, dran zu bleiben. Hallo und herzlich willkommen. Kai hat mich darum gebeten, etwas zur DIN 77200 zu erzählen. Und da ich selber aus der Branche stamme und 14 Jahre im Sicherheitsunternehmen tätig war, in diversen Rollen, als Praktikant, als Disponent, als was auch immer, und mittlerweile Auditor bin für Qualitätsmanagementsysteme, wollen wir heute Ihnen Informationen zur Norm geben, die hoffentlich weiterhelfen, denn die Norm wird wahrscheinlich in der Zukunft einige Relevanz haben. Ja, und Kai wird in gewohnter Manier einen Interviewpartner interviewen. Das bin ich heute. Hallo. Richtig. Was regelt die DIN 77200? Was bezweckt die? Ja, zuerst hat die 77200 mich in meiner aktiven Zeit als Disponent in einer Sicherheitsfirma schon eingeholt. Oder die gibt es ja seit 2002, gibt es die 77200. Erste Version. Und das korreliert ungefähr mit der Einführung auch des Lehrberufs Fachkräfte. Stimmt. Schutz und Sicherheit. Ja, richtig, ne? Also da war ein Schnitt in der Sicherheitsbranche, wo man eindeutig auf Qualität gesetzt hat, auch ja. Sowohl was die Qualität der Mitarbeiter als auch die eigentliche Dienstleistung angeht. Und da war ich also sehr stark involviert. Jetzt muss man aber sagen, dass die 77200, die Historia, die kam 2002 raus, und zwar explizit um ausschreibenden Stellen. Richtig. Um ausschreibenden Stellen ein Werkzeug an die Hand zu geben, um in den Ausschreibungen von den Sicherheitsunternehmen bestimmte Sachen abzuverlangen. Ja. Preis-Leistungsgewichtung, da ging es ja darum, ne? Also wie viel Gewichtung hat der Preis im Gegensatz zur Qualität? Ja, erstmal ging es darum, dass ein Sicherheitsunternehmen zum Beispiel Versicherungsdeckungssummen auch nachweist, dass eine bestimmte Liquidität nachweist, dass bestimmte Qualität in der Personalführung, bestimmte bestimmte Anforderungen, die wir alle kennen von Ausschreibungen, wo alles dezidiert einzeln gefordert wird. Schreiben Sie eine Selbsterklärung oder Eigenerklärung zur Einhaltung vom Mindestlohn, geben Sie uns einen Versicherungsnachweis, Unbedenklichkeitsbescheinigung von der Sozialversicherung, Unbedenklichkeitsbescheinigung vom Finanzamt etc. Das ist ja in vielen Ausschreibungen immer noch so, dass es einzeln gefordert wird. Genau, richtig. Und das stand damals schon in der 77200 drin, diese Anforderungen. Nur es war halt für ausschreibende Stellen, dass die im Prinzip auf dem Schirm haben, was kann ich von einem Sicherheitsunternehmen abverlangen, um eine ordentliche Qualität zu bekommen. So, es gab ja eine zweite Version 2008. Ja. Und in beiden Versionen, ich glaube sogar in der zweiten Version 2008, stand sogar explizit drin, dass diese Norm
gar nicht dafür gedacht ist, zertifiziert zu werden, obwohl es da schon auch große Unternehmen gab, die sich dennoch haben zertifizieren lassen. Also die Diskussion kann man jetzt nicht zu Ende führen, weil es auch keinen großen Sinn macht. Also es gab akkreditierte Stellen für alle Zertifizierungen, die gar nicht eigentlich durchgeführt werden konnte, aber das spielt ja auch keine Rolle. Aber diese beiden ersten Versionen, die nicht der Zertifizierung, das wurde auch damals vom Bundesverband auch immer wieder gesagt. Ja. Heute haben wir eine Version, 2017, November 2017 veröffentlicht worden, ich glaube gültig seit November 2018, die ja explizit einen Teil beinhaltet, nämlich den Teil 3, der ja darauf abzielt zu sagen, das ist eine Norm, die zertifiziert werden soll. Oder? Ja, das ist eine sehr, sehr spannende Metamorphose, weil die Zertifizierung seinerzeit, du hast ja recht, das stand drin, ist dafür nicht gedacht. Jetzt waren aber schon die ersten Auftraggeber da, die gesagt haben, warum sollen wir uns das schwer machen, warum sollen wir die einzelnen aufgeführten Sachen in Ausschreibungen beachten, warum fordern wir nicht einfach, dass über eine Zertifizierung das gemacht wird. Und damals war es noch keine akkreditierte, eine zugelassene Norm, das heißt, wer hat das gemacht? Der VDS hat das gemacht. VDS zum Beispiel und einige andere haben dann gesagt, wir zertifizieren euch das. Wir gucken bei euch, es war aber keine akkreditierte Zertifizierung. Jetzt aber das Spannende. Die Metamorphose ist passiert, das muss man wissen, das ist sehr spannend. Das habe ich übrigens auch erst in der jüngeren Vergangenheit herausgefunden. Es hat 2013 einen Bericht gegeben der Innenministerkonferenz. 2013, 2010, 2000, also wenn wir jetzt mal die Historie betrachten, 2002, 77-200, 2008 novelliert, dann ist eine Menge passiert. Die Sicherheitsbranche hat sich ja auch entwickelt. Parallel dazu gab es die Fachkraft für Schutz und Sicherheit, den Meister für Schutz und Sicherheit, die Servicekraft für Schutz und Sicherheit, die Bewachungsverordnung novelliert etc. Das ist ja alles parallel gelaufen. Und die Innenminister, die haben natürlich ein hohes Interesse daran, gerade 2013, wir erinnern uns, 15 dann die Flüchtlingskrise. Man hat also da schon im Vorfeld gesagt, wir brauchen von der Sicherheitsbranche, möchten wir das abverlangen. So. Und da gibt es einen Bericht von dieser Innenministerkonferenz, der diese DIN 77-200 ins Spiel bringt, der explizit auch aussagt, ja, die ist nicht gedacht zur Zertifizierung oder dass es zertifiziert wird, aber wir haben bestimmte Anforderungen und diese Anforderungen würden wir ganz gerne in dieser Norm repräsentiert haben. Okay. Ja, und das heißt, der Gesetzgeber hat selber mitgemischt dabei, hier gewisse Anforderungen an Sicherheitsdienstleister zu definieren. Genau, und die haben im Prinzip die 77-200, die DIN-Norm aufgepickt, haben gesagt, da haben wir ja was, wenn wir unsere Vorstellungen da drin irgendwie artikulieren oder irgendwie unsere Vorstellungen damit unterbringen. Und dann hat es diesen Normenausschuss gegeben, der sich auch mit den Anforderungen der Innenministerkonferenz befasst hat. Und das hat letztendlich dazu geführt, dass diese novellierte Form, wie sie jetzt vorliegt, vorliegt. Was muss ich dafür tun, dass ich die Zertifizierung überhaupt erreiche? Wie groß ist diese Hürde? Was sind diese Anforderungen? Kann man das einfach auf den Punkt bringen, was die Anforderungen kann man, sind? Kann man. Ich bin jetzt, noch gar nicht erzählt, ich bin seit 2012 Auditor für 9001 Qualitätsmanagementsysteme, Arbeitsschutzmanagementsysteme, SDC und mache das jetzt, ich weiß nicht, hunderte Verfahren schon gemacht und irgendwie habe ich das Verständnis auch erst dadurch erlangt, dass ich als Auditor tätig bin, muss man ehrlicherweise sagen. Also der Perspektivwechsel hat, hat mir die Augen geöffnet, weil man auch natürlich sieht, dass viele Berater am Markt arbeiten und Berater ist schwierig. Ich will jetzt hier nicht Berater kaputt reden, weil einen Vorteil hat das Ganze. Wenn man jemanden externen hat, dann ist er nicht betriebsblind, der hat die Außenansicht auf den Betrieb und je nachdem, wie der tickt und je nachdem, wie qualifiziert er eben ist, welche Erfahrungen der mitbringt, kann der schon eine Menge bewirken als Berater. Aber es gibt natürlich auch einen Berater, der es kompliziert macht, damit er Geld verdient und als jemand, der sich einen Berater ins Haus holt, kann ich die kaum voneinander unterscheiden. Also das ist ein Problem. Wie groß ist der interne Aufwand? Wovon hängt das ab? Das kann man sicher nicht pauschal jetzt für alle Unternehmen. Wir haben die kleinen und mittelständischen Betriebe in der Sicherheitswirtschaft, vom Ein-Mann-Unternehmen, obwohl da wird es schwierig mit der Zertifizierung, aber eben von sehr kleinen Unternehmen bis mittelständische Betriebe bis hin zu den großen Konzernen. Also von welchem Aufwand? Jetzt wende ich mich mal an alle Unternehmer, die bisher geglaubt haben, dass sie irgendwen beauftragen können im Unternehmen, irgend so einen, der halt dafür sorgt, dass irgendein Zertifikat da an der Wand hängt.
Wenn ihr Unternehmer wissen würdet, was ihr schon alles macht und was ihr schon alles erfüllt, und zwar 9001 und 77200, dann ist es wenig Aufwand, wenn ihr das wüsstet. Wenn ihr das nicht wisst, ist das ein Riesenaufwand, weil ihr nicht durchblickt. Das ist ein Problem, weil dann gebt ihr zu viel Geld aus. Also, wichtig wäre zu wissen, was erfülle ich schon von dieser Norm, und da gibt es bei beiden Normen, ja, sag mal so, ja, wieso Checklisten, mache ich das nicht, und dann brauche ich nur noch den Rest machen. Wenn ich so rangehe, ist es ein relativ geringer Aufwand. Zu den Anforderungen, die ich umsetze, ist es in der DIN 77200 eigentlich relativ einfach, weil da sehr, sehr genau drin beschrieben steht, welche Bescheinigungen ich vorzulegen habe und welche, und das kennen wir von der früheren ISO 9001, welche Verfahren beschrieben sein müssen. Prozesse. Die 9001 hat sich dahingehend entwickelt, dass man gesagt hat, es müssen dokumentierte Informationen da sein, und dokumentierte Informationen hat jedes Unternehmen. Aber wenn wir jetzt schon über ISO 9001 und DIN 77200 sprechen, wie ist denn da der Zusammenhang genau? In der DIN konnte ich lesen, im Teil 1, dass hier ein Qualitätsmanagementsystem ja gefordert ist. Bedeutet das, dass man die ISO 9001-Zertifizierung haben muss, um überhaupt die DIN 77200 zu bekommen, also das Zertifikat zu bekommen? Oder habe ich das falsch interpretiert? Braucht man nicht. Braucht man nicht. 9001, wie gesagt, das braucht nicht zertifiziert sein. Man muss nur vorweisen, dass man in bestimmter Art und Weise, ich sage es jetzt mit eigenen Worten, seine Organisation, seine Personalführung, seine Prozesse, seine Arbeitsweise dokumentiert hat und nachweisen kann. Und zwar entsprechend den Anforderungen der DIN 77200. Okay. Mein Tipp, das sind 100 Euro oder 180, ich glaube, ist teuer. Das ist 180. Okay. Aber die reine Lehre ist die Norm selber, die reine Lehre. Alles andere sind Interpretationen. Also ich muss immer die reine Norm haben, und entgegen der 9001, wo es ja sehr abstrus ist, wo es ganz viele Unternehmen auch behindert, ist es halt bei der 77200 sehr konkret. Lässt sich leicht lesen. Verstehen. Und wenn da drin beschrieben steht, ich muss ein Managementsystem haben, dann ist damit eigentlich nur gemeint, ich muss einmal systematisch ein Jahr dran lang gucken. Ist alles in Ordnung? Ist das so, wie ich das haben will? Und das einmal im Jahr auch bewerte. Und ich sage es Ihnen mal ganz eindeutig, Qualitätsmanagement heißt, übersetzt, Anforderungen erfüllen. Der Kunde, der Mitarbeiter. Ja, Anforderungen erfüllen. Und wenn ich Qualitätszirkel, Qualitätsmanagement einfach mal verständlich mache, dann heißt es Anforderungen erfüllen. Ja. Bleiben wir mal bei der DIN. Ja. Diese DIN 77200. Also nach dem, was du jetzt sagst, ist es ja gar nicht so schwierig, diese Anforderungen zu erfüllen, diese Nachweise zu erbringen. Also das, was man so lesen kann, auch es gibt ja einige Zertifizierungsgesellschaften, nenne ich sie jetzt mal, also akkreditierte Zertifizierer, die sagen natürlich ganz klar, liebes Sicherheitsunternehmen, das ist ein objektiver Qualitätsbeleg für dich, der dir auch Wettbewerbsvorteile bringt, weil du dich damit eventuell vom Markt abgrenzt, von anderen Unternehmen. Das liegt im Moment natürlich eher daran, dass es relativ wenige noch haben. Die Big Player haben es, glaube ich, mittlerweile fast alle. Natürlich, um an Ausschreibungen teilzunehmen, um letztendlich alles an Zertifizierung, was man also hat, vorweisen zu können, um sich abzugrenzen vom Markt. Die spannende Frage ist doch, was bringt es? Was bringt es auch den kleineren Unternehmen, den KMU, den kleinen mittelständischen Betrieben? Was bringt es denen nun, die DIN 77200 zu machen, also sich zertifizieren zu lassen? Ja, von nichts bis 100% Vorteil. Von nichts bis 100% Vorteil. Das ist eine Frage, wie es umgesetzt wird. Was man daraus macht. Letztendlich ist der beste Zettel, den man vorlegt, nur ein Zettel. Sagen wir mal, du wärst heute Sicherheitsunternehmer. Ich denke, reindenken kannst du dich auf jeden Fall mit deiner Erfahrung. Mhm. Du wärst einer und du würdest genau vor dieser Frage stehen. Du bist ein kleiner mittelständischer Betrieb. Du hast deine 80 bis 100 Sicherheitskräfte am Markt. Du hast deinen mittelständischen Markt, bist regional begrenzt, lokal, lokaler Anbieter. Musst natürlich auch immer wieder um Aufträge kämpfen. Würdest du dich für oder gegen die Zertifizierung entscheiden? Ganz ehrliche Antwort. Ganz ehrliche Antwort. Wenn ich damit Geld verdiene, würde ich es tun. Wenn ich damit kein Geld verdiene, würde ich es nicht tun. Na gut, aber das ist ja eine Spekulation. Zu welchem Schluss würdest du kommen? Ja. Du hast jetzt wie ein Politiker geantwortet. Zu welchem Schluss würdest du kommen? Erstmal müsste ich es mir leisten können. Es gibt ja die anfragenden Stellen, die sagen, ich nehme an einer Ausschreibung teil. In der Ausschreibung steht, ich muss zertifiziert sein nach DIN 77200. Und was kostet mich das jetzt? Und dann sage ich wieder, naja, irgendwo zwischen 4.000 und 5.000 Euro für diese 3 Jahre wird das wohl kosten, und lasst euch ein Angebot kommen. Und dann wird man natürlich schon schwach, weil man über die 3 Jahre, das kostet also, über die 3 Jahre auch die Erträge
erwirtschaften muss. Und dann ist natürlich eine Mischkalkulation, ist es mir als Unternehmer wert, einen Auftrag, der vielleicht auch ein bestimmtes Renommee verursacht oder beinhaltet oder den ich unbedingt haben will, um am Markt andere zu verdrängen oder den ich unbedingt haben will, um mir das auf die Fahne zu schreiben. Mein persönlicher Stil wäre es nicht. Ich würde gucken, verdiene ich damit Geld oder nicht, weil bei mir im Vordergrund stehen würde, dass ich die Kunden zufriedenstelle. Ob nun mit 77-200 oder ohne. Jetzt findet man ja in der Norm selber auch noch ein paar interessante Aspekte, also zum Beispiel zur Qualifikation. Was steht da zur Qualifikation drin? Was für Qualifikationsanforderungen gibt es an das Personal, an das Sicherheitspersonal? Ja. Es werden im Groben drei Qualifikationen unterschieden. Okay. Und das muss man dazu sagen, ist natürlich auch ein Kompromiss, weil die Anforderungen, die die Innenministerkonferenz 2013 hatte, waren wesentlich höher. Da werden die zum Beispiel in der dritten Stufe, C ist das glaube ich, ne? C, nur Meister für Schutz und Sicherheit gefordert gewesen. Das hat man abgeschwächt und man hat jetzt die Sachkundeprüfung, man hat die Servicekraft für Schutz und Sicherheit. Ich muss kurz unterbrechen, die Sachkundeprüfung ist ja, soweit ich es jetzt interpretiere oder gelesen habe, ist die Mindestqualifikation für die Sicherheitskräfte. Um ganz ehrlich zu sein, muss ich da selber nochmal nachgucken. Mhm. Ich meine, dass es mit die Unterrichtung gibt es ja weiterhin. Die Unterrichtung nach dem Bewachungs. Ja, die habe ich darin aber vermisst. Ja. Also ich glaube, darin wirklich die Formulierung gefunden zu haben, dass nach spätestens 6 Monaten der Beschäftigung der Mitarbeiter, zumindest im zertifizierten Bereich, dazu muss man ja sagen, man kann ja einzelne Unternehmensbereiche zertifizieren, mindestens die Sachkundenprüfung haben muss als Mindestqualifikation. Ja. Ja. Okay. Und dann die Berufsabschlüsse halt. Ne? Okay. Da wird es allerdings auch diffus, weil da gibt es Tabellen über 3-4 Seiten, wo bestimmte Tätigkeiten beschrieben werden. Man unterscheidet da zwischen einfachen Sicherheitsdienstleistungen, Separatwachtdienst, wie wir das kennen, zwischen so mittelschweren Dingern, also Handeln nach Anweisung, sage ich mal, Handeln nach Anweisung, was weiß ich, vielleicht Kontrollen, PKW-Personenkontrollen, wie auch immer. Da muss man auch unterscheiden, das geht ganz schnell in den Bereich, wo es komplex wird. Also es gibt ja einfache Personenkontrollen, das wissen wir auch, aber bei Veranstaltungen zum Beispiel, da kann eine Personenkontrolle schon mal also eine sehr hohe Kompetenz von dem Einsatzleiter abverlangen. Und da ist es auch in der Norm, die Norm hat dem Rechnung getragen, hat gesagt, da bitte nur Leute mit Berufsabschluss in der Sicherheitswirtschaft, also mindestens Fachkraft für Schutz und Sicherheit. Mit den Ausnahmen halt. Da gibt es weiterhin, wenn du im Polizeivollzugsdienst und so weiter bestimmte Qualifikationen hast, dann brauchst du das nicht. Aber das ist da bestimmt. Also man unterscheidet 3 Stufen in den Qualifikationen und die sind in Tabellen auch zugeordnet. Und man muss auch bei der Zertifizierung vor Ort diese Qualifikationen nachweisen. Okay. Das heißt, man muss die Qualifikationen der Mitarbeiter für den zertifizierten Bereich vorzeigen. Wie wäre der Ablauf? Kann man den kurz beschreiben? Ja, der Ablauf ist wie jede andere Zertifizierung auch. Es kommt praktisch, ich lasse mir ein Angebot als Unternehmer von einer akkreditierten Zertifizierungsstelle. Eine der 5 Stellen? Lasse ich mir ein Angebot kommen oder auch von mehreren. Okay. Dann beauftrage ich die Zertifizierungsstelle, die vereinbaren einen Termin, einen Audittermin, fragen vorher natürlich schon die Unterlagen ab. Ah, okay. Die Nachweise, die erforderlich ist. Das heißt, da finde ich schon heraus, wo fehlt mir vielleicht was? Also, ja, das sollte ich vorher schon. Schon wenn ich die DIN lese, ne? Also die beste erste Investition, hast du vorhin ja schon gesagt, wäre die DIN erstmal zu lesen und zu gucken, Tipp, wo stehe ich? Tipp, akkreditierte Stellen gibt es 5. Und einige davon haben so Antragsformulare. Und wenn ich bei diesen Antragsformularen einfach mal gucke, was da gefordert ist, dann habe ich im Prinzip eine Checkliste, was ich alles haben muss für eine 9001. Da habe ich eine Checkliste, was brauche ich im Vorfeld, was brauche ich an Nachweisen, was brauche ich an Eigenerklärungen, was brauche ich an beschriebenen Verfahren und was macht der Auditor im Betrieb. Also da gibt es tatsächlich Checklisten, die man einfach online sich mal anschauen kann. Und dann kann man im Prinzip in so einer Art internen Audit, man holt sich das Ding aus, hakt ab, habe ich, der Auditor kann kommen. Kommen wir aufs gute Geld zu sprechen. Was kostet der Spaß, also die DIN 77-200 Zertifizierung? Ich versuche es mal kurz zu machen. Also meine Antwort wäre, rechnet mit 5.000 Euro in 3 Jahren für die Zertifizierungskosten. Die reine
Die reine externe Kosten. Okay. Also externe meine ich, die Zertifizierungsstelle kostet so viel. Ja. Der Auditor, der kommt, kostet über 3 Jahre das. Und zwar wird das Angebot unterschiedlich erfolgen von verschiedenen Stellen. Die werden zum Beispiel reinschreiben, das erste Audit, weil das aufwendiger ist, kostet 2.500 Euro und jedes weitere 1.500. Okay. Irgendwie sowas. Ja? Und das für 3 Jahre gültig? Das Zertifikat ist wie bei der 9001. Es wird ein erstes Audit gemacht, es wird ein Zertifikat ausgestellt, was eine Laufzeit von 3 Jahren hat. Und jedes Jahr habe ich den Auditor im Haus, der einmal guckt, habe ich die Anforderungen aufrechterhalten, habe ich das noch, weil auch die Nachweise, Unbedenklichkeitsbescheinigungen, Sozialversicherung, Steuer und so weiter, die werden ja jährlich, die brauche ich jährlich, und die werden auch jährlich kontrolliert. Und wenn man viel, viel Geld sparen will, dann müssen die Entscheider, die das Geld ausgeben, die das Geld freigeben, sich einmal damit beschäftigen, Seminare suchen, was weiß ich, lesen, je nachdem, wie jeder drauf ist, einfach mal reingucken in die Norm oder sich von irgendwem erzählen lassen, was da wirklich ist. Und wenn man das dann verstanden hat, dann hat man wirklich wenig Aufwand. Das ist nicht viel interner Aufwand, weil man ja sowieso Kundenanforderungen erfüllt und weil man die Anforderungen, die in der 77200 stehen, eigentlich auch schon kennt. Kriege ich denn mehr Aufträge? Also das ist ja eine meiner wichtigsten Fragen für dieses Gespräch. Ja, Wettbewerbsvorteil, Fragezeichen. Ja. Weil den kann man überall lesen, wo es um diese Norm geht. Also gerade wenn Berater oder Zertifizierer hier sagen, diese Norm ist wichtig für diesen Markt, dann kann man darin natürlich auch immer lesen. Das ist wichtig, da lassen sich Kosten sparen, habe ich vor kurzem erst gelesen in einem Blog. Und da gewinnt man mehr Aufträge. Tut man das wirklich? Wenn ich die Prinzipien dieser Norm anwende, bin ich der Überzeugung, dass man Geld sparen kann. Okay. Dass man es nicht automatisch tut, sondern dass man sehr genau gucken muss, reinweg nur das Geld auszugeben dafür, damit spare ich noch lange kein Geld. Mhm. Wenn ich aber die Prinzipien verstanden habe, dann habe ich ganz, ganz viele Ansätze, um zum Beispiel Abläufe schlanker zu gestalten oder um überhaupt zuerst mal zu wissen, was ich da tue. Ja? Also bei manchen hat man den Eindruck, dass jeder selber nicht. Aber Sie sprechen dennoch wie eigentlich über Unternehmensprinzipien, über... Ja, unter Unternehmenskultur. Genau, wir sprechen über eine gute Führung, über eine gute Organisation, über eine gute Arbeitsweise. Deswegen, das ist ja das, was dahinter steht. Ja. Ich provoziere dich und sage aber, es gibt ja auch Unternehmen, die das alles kaum erfüllen, was wir gerade besprochen haben, und sich dennoch zertifizieren lassen. Ja. Denen es nur um Zertifikat geht. Also das ist uns aus der ISO 9001 bekannt. Ich will mich jetzt hier nicht verrennen, aber das ist uns bekannt. Ja. Spätestens als das zur Notwendigkeit wurde, also mit der ISO 9001 konnte man sich in den 90er Jahren mal abgrenzen. Ja, da waren wir auch schon in einem Sicherheitsunternehmen. Wir wissen, da konnte man sich abgrenzen, auch mit Qualitätsmanagementsystemen, weil es kaum einer hatte, der es sich nicht leisten konnte zum Beispiel oder wollte. Dann nicht mehr. Heute ist das zur Notwendigkeit geworden. Die Frage ist, geht die Reise mit der DIN 77200 in eine ähnliche Richtung? Also ist es heute etwas, womit man sich abgrenzen kann? Ich darf mich mal an deine Zuhörer wenden. Ja, natürlich. Liebe Zuhörer, Unternehmen und Normen und Mitarbeiter haben eins gemeinsam. Wir sind nur so gut, wie das der Chef zulässt. Ja, die Unternehmensführung, die Geschäftsführung. Ja, okay. Ja, jetzt sprechen wir über Führungsprinzipien. Nein, ich spreche von zwei unterschiedlichen Sachen. Ich spreche einmal von der Checkbox-Norm. Ich habe sie. Erkläre bitte, was du darunter verstehst. Die Checkbox heißt, ich habe eine Ausschreibung und ich muss anklicken, ich habe die Norm. Wenn ich die nicht habe... Du musst bestimmte Dinge erfüllen. Okay. Ja, dann bin ich raus aus dem Verfahren. So. Und das ist ja diese archaische Herangehensweise. Ich brauche das Ding... Weil ich es brauche, weil ich es habe. Um daran teilzunehmen. Dann bin ich noch kein besseres Unternehmen. Ohne überhaupt reingeguckt zu haben, könnten mir diese Prinzipien irgendwie helfen. Ja? Das ist ja der Witz. Wenn ich da reingeguckt habe, also du hast es entdeckt und ich bin der Überzeugung, dass hier jemand, der ein Unternehmen führt und sich damit beschäftigt, nicht 9001, das ist sehr abstrus, aber die 77200, wenn ich da reingucke, dann was hat dich durcheinander gebracht? Wie vielleicht die Qualifikation? Aber das ist klar, weil es nicht unbedingt was ein Kompromiss war. Genau, nicht unbedingt. Also ich bin auch ganz gespannt auf Teil 2. Ich will mich hier nicht verrennen, aber auf Teil 2, wo die besonderen Anforderungen nochmal definiert sind für bestimmte Bereiche, weil man da ja auch nochmal unterscheidet, man hat die Einsatzkräfte, die Führungskräfte, verschiedene Qualifikationsanforderungen, da sind, glaube ich, schon Richtung Weiterbildung, Schulung auch gewisse Inhalte drin, da bin ich gespannt drauf. Muss hier aber sagen, aber dennoch kennt man den Markt und
man läuft natürlich Gefahr. Auf der einen Seite machen es die Großen, die es sich ohnehin leisten können. Ich sage es jetzt mal ganz einfach, die machen es sowieso, weil sie sagen, das ist für uns eine Notwendigkeit, um überall mitzuspielen, bei jeder Ausschreibung teilzunehmen und so weiter, brauchen wir das, einfach aufgrund unserer schlichten Größe. Ja. Und die haben auch Abteilungen dafür und die, vielleicht haben sie es an vielen Stellen, gerade wenn es ums Kapital geht, vielleicht auch ein bisschen einfacher, gewisse Anforderungen zu erfüllen. Und dann gibt es auch die kleinen Unternehmen, die sich das gut überlegen müssen, die eine Kosten-Nutzen-Rechnung vornehmen müssen. Und es wird aber auch viele Unternehmen geben, die sagen, ich mache das einfach nur, um nach außen hin ein Qualitätsanbieter zu sein, um zu sagen, ich mache mit. Aber das Unternehmen selber ist eben nicht gut organisiert und hat keine gute Personalführung. Und legt keinen großen Wert auf Aus- und Weiterbildung der Mitarbeiter oder. Ja. Und da hilft auch kein Papier. Da hilft auch kein Papier. Und man wird an der 77 zu 100 nicht vorbeikommen. Da wird man nicht dran vorbeikommen, weil es letztendlich auch staatlich, also es haben staatliche Stellen mitgewirkt an dieser Änderung. Ja. Heißt das, man muss es machen, um langfristig mitzuspielen? Das ist die Frage. Also ich denke... Ja, du sagst ja, man kommt nicht herum. Also was heißt das, um was nicht herum? Also ich befürchte, dass aufschreibende Stellen das zur Pflicht machen. Auf kurz oder lang. Also wenn man bestimmte Kunden bedienen möchte, zu der gerade öffentliche Hand gehört, dann werden Vergabekriterien, wo die DIN 77200 ganz klar drinsteht, eher mehr werden. Ja. Eher mehr werden, okay. Ja. Man kennt das von anderen Normen. Ich bin viel im Arbeitsschutz, Arbeitssicherheit unterwegs und da wird auch über Zertifizierung sehr viel gemacht. Ja. Genau wie du sagst, man muss gucken, wo will ich mitspielen und wie hoch ist der Preis dafür und bin ich bereit, diesen Preis zu bezahlen und zahlt es sich aus, muss wahrscheinlich jeder für sich selber herausfinden. Ja. Aber die Tendenz geht ja wohl dahin, dass wenn ich eine bestimmte Güte an Aufträge und wenn ich eine bestimmte Kategorie an Auftraggebern haben will, wir haben gerade darüber geredet, öffentliche Hand, dann wird wahrscheinlich an der DIN 77200 kein Weg vorbeiführen. Ich vermute das, weil sehr viele Dinge auch sehr praxisorientiert und sehr gut sind, meines Erachtens nach. Wenn du das gelesen hast, das sind keine Dinge darin, die nicht gut sind für Sicherheitsunternehmen. Richtig. Stimmt. Das muss man ganz klar sagen. Es sind Dinge beschrieben, die jedes Sicherheitsunternehmen haben sollte. Jedes gute Sicherheitsunternehmen kennzeichnen würde. So. Ja. Und das ist ja auch der Ansatz. Ja. Man hat also die Anforderungen an Sicherheitsunternehmen beschrieben, sagt, da lasst euch zertifizieren, lasst das überprüfen von einer externen Stelle und wenn ihr euch das nachgewiesen habt, dann könnt ihr dabei sein. Ja. Das ist ein schönes Fazit. Vielen Dank für das Gespräch. Ja, ich hoffe, Sie konnten was mitnehmen. Also ich konnte was mitnehmen, obwohl wir beide uns schon wirklich länger kennen. Ich konnte ein bisschen Klarheit darüber gewinnen, auch wenn du uns die Antwort schuldig bleibst, ob du als Unternehmer es machen würdest, ist die Tendenz, glaube ich, relativ klar. Also wenn man hier in eine bestimmte Richtung steuert und wenn man eine Kosten-Nutzen-Rechnung für sich macht, dann kann die DIN 77200 wirklich sinnvoll sein, diese Zertifizierung zu machen, ohne dass wir beiden dafür Werbung machen wollen. Das ist eine ganz individuelle unternehmerische Entscheidung. Ja, ich hoffe, Sie konnten was mitnehmen, wie ich es konnte. Und wenn es Ihnen gefallen hat, dann vergessen Sie den Daumen hoch nicht, teilen Sie den Beitrag. Und falls noch nicht geschehen, unten rechts von Ihnen aus gesehen gibt es eine Glocke. Wenn Sie da draufklicken, das kostet gar nichts, dann abonnieren Sie meinen Kanal, werden automatisch über neue Videos informiert. Also wie auch immer Sie mögen, machen Sie es gut. Bis bald. Tschüss.